wir die Maschine auch schon. So. Tempo raus. Und wir schießen auch anscheinend gerade nach hinten. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum nächsten Let's Play auf Corporal No Face mit mir, dem Lentano, und wir spielen War Thunder. Heute spielen wir nochmal alleine. Das wird sich aber wahrscheinlich in näherer Zeit ändern. Ja, wir spielen heute mal nicht World of Tanks, also wir spielen nicht Bohnen. Ich habe mich für War Thunder entschieden. Die Grafik ist erstmal viel schöner als in World of Tanks. Ohne es jetzt schlecht machen zu wollen. Und hier kann man auch die Luftwaffe spielen. Ich spiele wieder die Deutschen. Hier kann man auch Panzerschlachten spielen. Da habe ich noch nicht so viel gespielt. Luftschlachten habe ich schon ein bisschen mehr gespielt. Hier unten sieht man jetzt noch meine Flugzeuge. Da können wir einmal durchgehen. Hier sehen wir die erste Maschine. Dann sehen wir hier auch gleich die zweite. Die dritte. Vierte und meine fünfte Maschine. So, ja, und mit diesen fünf Maschinen wollen wir jetzt mal gleich in eine Schlacht gehen. Das kann jetzt einen kleinen Moment dauern. Nee, das ging jetzt mal richtig schnell. Eine Vorherrschaft. Okay, das heißt, hier müssen wir auf dem Flughafen landen, der uns gleich angezeigt wird. Das ist unsere Aufgabe. Ja. So, hier sehen wir auch unsere Aufgabe. Missionsziele: zerstören Sie die feindlichen Flugzeuge und Bodentruppen, erobere und halte die Flugplätze. Das sind dann die drei Flughäfen, die wir erobern sollen. Das ist die Schlacht um Stalingrad, sehen wir da auch. Stalingrad sind echt sehr schöne Maps, sehr große Maps auch in den Luftschlachten. Also da kann man viel Spaß haben. So, dann sollte jetzt auch gleich fertig mit Laden sein. Und dann gehen wir als erstes mit einer Bf 109E3 in die Schlacht. Die ersten zwei sind schon da. So, und da sind wir auch schon. Gleich direkt voraus, Flughafen C. Ich will mal gucken, ob ich den anfliege, obwohl, nee, das macht schon der Bowfighter da vorne. Wir hüpfen gerade so ein kleines bisschen durch die Gegend. Haben auch schon ordentlich Geschwindigkeit drauf. So, und dann wollen wir mal sehen. So, und da haben wir auch schon das erste Flugzeug. Mal sehen, ob wir uns das krallen. So. Das haben wir nicht mehr geschafft. Das ist jetzt eben abgestürzt. Ah, da haben wir eine Henschel am Boden. Oder was auch immer das für ein Fuß ist. Ich kann die nie ganz auseinanderhalten. Mal gucken, vielleicht krallen wir uns dann die hier. Na, da haben wir nicht gekriegt. Jetzt sollten wir vielleicht hochziehen, damit wir nicht gleich die Bäume erwischen. Jetzt müssen wir erstmal nachladen ein bisschen. Und die Köpfe sollten wir mal in den Kampf, auf Kampf stellen, damit wir wenigstens eine realistische Chance haben. Ah, jetzt werden wir von hinten beschossen.
sie auch schon, hat sie uns auch schon überholt. Und ein Treffer. Und da wurden wir abgeschossen. Ja, ist eine ordentliche Maschine, die wir da haben. Ich glaube, eine russische. Und wir sehen auch gerade, dass wir da oben hier ordentlich an Siegpunkten verlieren und am Verlieren sind. Also gehen wir jetzt mal mit unserem Zerstörer in die Schlacht. Mal gucken, ob wir eventuell gleich eine Landung anführen können. So, oder ob wir erst weiterkämpfen. Ich glaube, wir müssen erst im Bereich B ein bisschen das Flugfeld sichern, bevor wir da landen können. So, mal klappen auf Kampf einstellen. Rumziehen. Und da treffen wir die Maschine auch schon. So. Tempo raus. Und wir schießen auch anscheinend gerade nach hinten. Oh, 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 oh. Nee, da hat uns das Glück verlassen. Uns wurde, ist der Flügel abgerissen, wir sind ein bisschen zu tief gegangen. So, mit meinen Bombern kann ich jetzt leider nicht so viel anfangen. Das ist ja leider nicht eine Schlacht, wo man Bomber sehr gut präsentieren kann. Das wird dann bestimmt was irgendwann in den nächsten Folgen. Dass ich auch mal die Bomber präsentiere. Denn es wird sich wird jetzt wahrscheinlich so sein, dass ich World of Tanks und War Thunder abwechseln, eine Woche War Thunder, eine Woche World of Tanks, jeweils immer zwei Folgen oder drei Folgen in der Woche, je nachdem, wie das klappt. Da mal die Verfolgung auf. Jetzt hier noch gleich wieder Treffer. Kampf. Leider an ihm vorbeifliegen. Wir haben nicht. Wir haben den kleinen Wendekreis, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, wir können jetzt einmal einfach eiskalt rumziehen und uns direkt wieder hinter ihn hängen. Ja, da ist er. Oh, naja, da sind wir wieder von hinten drangenommen. Irgendjemand will uns da von hinten erledigen. Muss ich mal gucken. Staring at your face.